Herzlich willkommen zur neuen Abendandacht. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wenn Ihnen diese Abendandacht, dieses Video gefällt, denken Sie an den Daumen nach oben, dass Sie den anklicken und den Kanal zu abonnieren, wenn Sie es nicht schon gemacht haben. Ich freue mich, Sie heute durch diese Andacht leiten zu dürfen. Wir hören zunächst ein Stückchen aus einem Evangelium, dann ein paar Gedanken von mir dazu. Und dann geht es wieder darum, all die Gedanken und Ereignisse, die wir in unserem Kopf haben, von dem heutigen Tag, von den letzten Tagen, in Gottes liebende Hände zu übergeben. Es tut gut, etwas erzählen zu können, was einen belastet hat, es erleichtert. Es tut aber genauso gut, über ein freudiges Ereignis zu erzählen. Menschen gegenüber, aber auch Gott gegenüber. Und das wollen wir heute im zweiten Teil tun, indem wir all unsere Gedanken, Empfindungen, die guten wie die weniger schönen und guten, in Gottes Hände legen, in einem liebevollen Rückblick auf den Tag. Aus dem Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Als es voll war, zogen es die Fische ans Ufer, sie setzten sich, lasen die guten Fische aus und legten sie in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen von den Gerechten trennen und in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten: Ja. Da sagte er zu ihnen: Jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes hervorholt. Jesus äußert sich heute sehr kraftvoll, ja geradezu hart und in einem gewissen Sinne paradoxerweise unbarmherzig. So gegen Ende der Lesung heute hören wir: Jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, sagt er ja. Es reicht also nicht, die Schrift, die Bibel, die Gesetze nur zu kennen. Es reicht auch nicht, die Gesetze alle zu kennen, anzuwenden und durchzusetzen. Es reicht nicht, Theologe oder Priester oder gar Papst zu sein, wenn derjenige nicht Jünger des Himmelreichs geworden ist, sagt Jesus. Wer ist denn ein Jünger des Himmelreichs? Nun, jemand, der nicht böse, sondern gerecht ist, wie am Beispiel der guten und der schlechten Fische zu hören war. Offenbar reicht es nicht, dadurch gut zu sein, dass man alle Gebote und Gesetze dem Buchstaben nach kennt und umsetzt. Und andere, die ein Gebot vermeintlich oder tatsächlich übertreten haben, hart zu bestrafen, durch Geldstrafen, durch Gefängnis, durch Liebesentzug. Vielmehr braucht gerade der, der ein Gebot übertreten hat, besonders viel Liebe, damit er sich trauen kann und darf, seinen Fehler zu erkennen und sich selbst und anderen zuzugeben. Das Gebot an sich ist nichts, wenn nicht der Geist Gottes im Vordergrund steht, der Geist der Liebe. Wir verfallen doch immer wieder in den alten Trott, wie die Menschen damals, sogar die Schriftgelehrten. Wir verfallen darin, andere Menschen abzukanzeln, aus unserer Zuwendung auszuschließen, nur weil sie gegen ein Gebot, auch ein Gebot Gottes, gehandelt haben. Wir meinen, alles richtig zu machen, wenn wir einen Verstoß gegen ein Gebot gesehen haben und den Betreffenden anklagen. Wir meinen, alles richtig zu machen, wenn wir denjenigen nicht mehr lieb haben. Jemanden aus unserer Liebe zu nehmen, bedeutet aber dann umgekehrt für uns, dass wir nicht mehr nach dem Gebot der Liebe handeln. Paradox, irritierend, schwierig.
Ja, das scheint so zu sein. Gott ist größer, als wir alle denken. Auf jeden Fall ist Gott größer, viel größer in seiner Liebe zu jedem Einzelnen von uns, als wir es jemals sein könnten. Jesus mahnt uns aber, uns diesem Ideal zumindest anzunähern. Ein liebevoller Rückblick auf den Tag. Suchen Sie sich einen ruhigen, entspannten Ort, an dem Sie sich locker und entspannt setzen können. Schließen Sie Ihre Augen, wenn Sie mögen, und achten Sie auf Ihren Atem. Atmen Sie ganz natürlich und ruhig ein und aus. Sie müssen in keiner besonderen Art und Weise atmen, eigentlich gar nichts beeinflussen, sondern nur spüren, wie Sie ein- und ausatmen. Versuchen Sie, bei jedem Ausatmen sich ein klein wenig mehr zu lockern. Fragen Sie sich, wie geht es mir gerade? Ich versuche, mich ganz auf Jesus, auf Gott hin auszurichten. Ich denke liebevoll an ihn, der mich durch den ganzen Tag begleitet hat. Ich gehe gedanklich durch meinen Tag. Wie bin ich aufgewacht? Wie war der Tagesbeginn? Was habe ich heute erlebt? Was hat mich gefreut? Was hat mich verunsichert?
wo habe ich mich geärgert? Was hat mich beruhigt? Was hat mich geängstigt? Was hat mich ermutigt? Habe ich mich heute angeklagt gefühlt? Was hätte ich mir in dem Moment gewünscht? Habe ich heute jemanden angeklagt oder verurteilt? Wofür möchte ich danken? Worum oder für wen möchte ich bitten? Gib mir Kraft und Mut für den nächsten Tag. Bleib bei mir. Ein Gebet zum Abschluss. Jesus, deine Haltung zur Liebe ist geradezu kompromisslos. Lass uns spüren, wie wichtig die Liebe ist,
besonders dann, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Gib uns aber auch die Kraft, in der Liebe zu bleiben, wenn wir den Fehler eines anderen Menschen sehen. Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, eine ruhige Nacht, einen erholsamen Schlaf. Gottes guter Geist sei immer bei Ihnen. Thank you.